das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überschattet von der Corona-Pandemie sind in Japan die Olympischen Sommerspiele eröffnet worden. 206 Teams aus aller Welt zogen vor überwiegend leeren Rängen in das Olympiastadion von Tokio ein. Erstmals werden alle Wettbewerbe ohne Publikum vor Ort ausgerichtet. Dass die Spiele trotz stark steigender Fallzahlen stattfinden, ist in Japan umstritten. Sie wurden wegen Corona bereits um ein Jahr verschoben. Parallel zur Eröffnungsfeier wurde heute aus dem deutschen Team ein erster Corona-Fall bekannt. Ehre, wem Ehre gebührt. Naomi Osaka, Japans Tennis-Ass, entzündet das olympische Feuer. Die Weltranglistenzweite ganz oben auf einer Interpretation des heiligen Berges Fuji. Höhepunkt einer Zeremonie, bei der nie sicher war, ob es sie tatsächlich geben würde. Die bunte Bestuhlung im Oval suggeriert volle Ränge, doch nur 1000 Gäste sind da. Unter ihnen Kaiser Naruhito, IOC-Präsident Bach, Japans Premier Suga, Frankreichs Staatspräsident Macron und Amerikas First Lady Jill Biden. Und Bach weiß, vor wem er sich zu verbeugen hat, dass diese Spiele doch noch stattfinden. Wir alle zusammen können nur hier sein, dank Ihnen, dem großzügigen japanischen Volk. Deutschland kommt nach japanischem Alphabet an Position 116 in die Arena. Einer ist nicht dabei. Radsportler Simon Geschke wurde positiv auf Corona getestet. Der erste Fall im deutschen Team. Am Straßenrennen am Samstag kann Geschke nicht teilnehmen. Dann eröffnet Kaiser Naruhito offiziell die Spiele. Das Adjektiv feierlich lässt er aus. Ob Japan sich noch erwärmt für Tokio 2020? Es müsste schon etliche Goldmedaillen regnen. Erstmals droht eine Infektionsstatistik, dem olympischen Medaillenspiegel den Rang abzulaufen. Im Angesicht des Virus verspricht IOC-Präsident Bach sichere Spiele. Und Premierminister Suga will sein Volk schützen. Man kann beiden nur viel Erfolg wünschen. Auch in Europa bleibt die Corona-Lage angespannt. Mitten in der Urlaubssaison stuft die Bundesregierung Spanien vom kommenden Dienstag an als Hochinzidenzgebiet ein. Gleiches gilt für die Niederlande mit entsprechenden Folgen für Reisende. Auf ein positives Echo in Berlin stieß heute die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde, den Impfstoff von Moderna für 12- bis 17-Jährige zuzulassen. Die 7-Tage-Inzidenz hierzulande steigt weiter auf 13,2. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 8,6. Das Impfen so einfach wie möglich machen. Nach dieser Devise öffnen sich Berliner Impfzentren am Nachmittag für die, die einfach vorbeikommen wollen. Ohne Extraweg, ohne Terminabsprache. Für die Leute, die nicht so die Zeit haben, sich auf den Termin einzustellen, die spontan kommen können, ist das, denke ich, mal eine gute Alternative. Hauptsache, das Impftempo bleibt hoch, betonen Experten. Die 7-Tage-Inzidenz-Tabelle des Robert-Koch-Instituts von vergangener Woche zeigt, derzeit stecken sich vor allem junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren an. Bei ihnen liegt die Inzidenz mit 32,1 am höchsten. Bei den Älteren ist sie niedrig, die meisten sind geimpft. Nun sollten auch die Jüngeren drankommen, findet Bayerns Ministerpräsident Söder. Er fordert einen schnellen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Impfzentren hätten ja eine große Möglichkeit, in den nächsten Wochen organisiertes, breites Impfangebot zu machen für Schülerinnen und Schüler. Deswegen wäre eine gute Idee für eine MPK, ein Schülerimpfprogramm auf den Weg zu bringen. Auch der Impfstoff Moderna kann nun an Kinder ab 12 Jahren verimpft werden. Die Europäische Arzneimittelagentur hat heute die Zulassung empfohlen. Ein Problem gibt es mit dem digitalen Impfnachweis, zumindest bei den Apotheken. IT-Experten haben eine Sicherheitslücke entdeckt. Deshalb wurde die Ausstellung der Impfnachweise erstmal gestoppt. Wir hoffen eigentlich, dass wir die Funktionalität in der nächsten Woche wiederherstellen können.
Sorgen bereiten die steigenden Infektionszahlen in den Urlaubsregionen. Zu den bisherigen Hochinzidenzländern wie Portugal oder Großbritannien kommen nun auch die Niederlande und Spanien hinzu. Das gilt ab Dienstag. Für die Heimkehrer, die nicht geimpft sind oder schon Corona hatten, bedeutet das erstmal Quarantäne. Die AfD ist im Thüringer Landtag mit einem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Ramelow gescheitert. Ihr Kandidat, Fraktionschef Höcke, erhielt heute 22 Stimmen und verfehlte damit klar die erforderliche Mehrheit. 46 Abgeordnete votierten gegen Höcke, Mitgründer des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Flügels. Die CDU-Fraktion stimmte nicht mit. Ihr Chef, Vogt, sprach von einer Attacke auf den Parlamentarismus. Ramelow führt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Das Misstrauensvotum, es galt von Anfang an als aussichtslos. Die 22 Stimmen für Björn Höcke entsprechen genau der Anzahl der AfD-Abgeordneten im Landtag. Also keine zusätzliche Stimme aus einer anderen Fraktion. Die Linke zeigt sich dennoch unzufrieden. Es ist natürlich schon bedenklich aus unserer Sicht, dass im Prinzip nicht alle anderen Stimmen aus dem Thüringer Landtag, also aus allen 5 demokratischen Fraktionen, wirklich als Nein-Stimmen abgegeben worden sind. Das ist, glaube ich, politisch verantwortungslos, was die CDU heute entschieden hat. Die CDU hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. In ihren Augen wollte die AfD nur provozieren. Diese Farce, um die es hier heute geht, diese Attacke, diese PR-Aktion, diese billige Inszenierung, die machen wir nicht mit. In Thüringen herrscht seit der Landtagswahl 2019 immer wieder Unruhe. Eigentlich hätte es im September Neuwahlen geben sollen. Doch für die dafür notwendige Auflösung des Landtags zeichnete sich keine Mehrheit ab. Vor einer Woche dann der Entschluss, die Minderheitsregierung von Bodo Ramelow bleibt im Amt. Im Anschluss stellte die AfD den Misstrauensantrag. In seiner Rede hatte sich Höcke insbesondere an die CDU gewandt. Wir brauchen einen Neustart und dazu muss Bodo Ramelow, der vom Volk abgewählt worden ist, jetzt endlich in den unverdienten politischen Ruhestand geschickt werden. Das Misstrauensvotum ist nun vom Tisch. Ruhe wird in Thüringen damit aber wohl nicht einkehren. Ein sogenannter Stabilitätspakt der rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit der CDU läuft jetzt aus. Damit dürfte das Regieren in Thüringen künftig noch schwieriger sein. Die CSU zieht mit Forderungen nach Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf. Nach einer Vorstandsklausur in Gmund am Tegernsee präsentierte der CSU-Vorsitzende Söder das Wahlprogramm. Verlangt wird darin unter anderem eine ermäßigte Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie sowie die Senkung von Unternehmenssteuern. Höhere Spritkosten durch die CO2-Steuer sollten abgemildert werden durch erhöhte Pendlerpauschalen. Darüber hinaus besteht die CSU auf der Ausweitung der Mütterrente sowie auf einer längeren Elterngeldzahlung. Massenverhaftungen, Schauprozesse, politische Gefangene. Die Vorwürfe der USA gegen Kuba sind gravierend. Wegen der Unterdrückung regierungskritischer Proteste hat die US-Regierung jetzt neue Sanktionen gegen den kubanischen Verteidigungsminister und eine Sondereinheit des Innenministeriums erlassen. Zuletzt hatten auf der Karibikinsel Tausende gegen das sozialistische Regime und die katastrophale Versorgungslage protestiert. Laut Menschenrechtlern gab es mehr als 500 Festnahmen. Gut eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe stabilisiert sich in den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz die Versorgungslage. Auch US-Soldaten helfen inzwischen dort mit. Es gebe aber immer noch Gebiete ohne Strom und Wasser, erklärte der Krisenstab. Die Aufräumarbeiten und die Suche nach Vermissten werde durch zerstörte Straßen erschwert. Mindestens 179 Menschen sind in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Manch kleiner Ort wird erst jetzt erreicht. Am Wochenende ist erneut Regen angekündigt. Die Wassermassen haben die Häuser zerstört. Jetzt kommen im rheinland-pfälzischen Ahrbrück die Bagger zum Einsatz. Die Hochwassergemeinden im einst idyllischen Ahrtal verändern für immer ihr Gesicht. Die Menschen sind fassungslos. Die Schönheit ist weg. Die ist weg. Ja. Ne? Und bis das hier wieder kommen wird. In Erftstadt-Blessem in Nordrhein-Westfalen durften die Menschen nach dem Hochwasser wieder in ihre Häuser zurück. Auch Ingo Werner, der hier seit 24 Jahren lebt. Mir ist die Sprache weggeblieben. Allerdings das Erste, was ich mir gedacht habe, war tatsächlich, andere haben ihr Haus verloren.
Das Leben vieler Flutopfer wurde komplett auf den Kopf gestellt. Mental, auch körperlich. Ich habe momentan so körperliche Probleme. Das zehrt einen unheimlich. Ja. Ein richtig verstehen tut man das nicht. Weil bei mir steht ja selbst die Haustür auf und dieser Geruch. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Alleine im nördlichen Rheinland-Pfalz sind es 149. Es gibt immer wieder Fälle, wo ein Vermisster sich dann jetzt meldet oder sich jetzt erst melden kann, weil er sich in einem Bereich dauerhaft aufgehalten hat, der mit Kommunikationsmitteln derzeit nicht erreichbar gewesen ist. Für das Wochenende sind weitere starke Regenfälle angekündigt. Eine neue Gefahr für die Hochwassergebiete. Meteorologen sagen unter anderem, weil die Böden dort noch immer so nass seien, dass sie kaum noch Wasser aufnehmen könnten. In den Katastrophengebieten helfen sich nicht nur Nachbarn gegenseitig. Auch viele professionelle und private Helfer packen mit an. Kirchen, Sportvereine und Medien sammeln Geld für die Flutopfer. So veranstaltet das Erste gleich nach dieser Tagesschau eine Live-Benefiz-Gala mit vielen Künstlerinnen und Künstlern und ruft gemeinsam mit der Aktion Deutschland hilft zu Spenden auf. Letzte Proben für die Spendengala, die unter dem Motto steht: Wir halten zusammen. Ingo Zamperoni moderiert von Köln aus. In der dreistündigen Live-Sendung möchte er vor allem Betroffenen Raum geben. Wo wir ihren Geschichten zuhören wollen, wo sie auch darstellen, wie sie das betroffen hat. Wo wir auch Expertenmeinungen einholen, wie man damit umgehen kann und wie es weitergehen kann. Sie wollen für Spenden werben. Künstlerinnen und Künstler wie Max Giesinger, Sarah Connor und Joris haben spontan zugesagt. Sie treten live in Leipzig auf. Es ist auch meine Heimat NRW ja so doll betroffen, auch Freunde von mir sehr betroffen. Und insofern gibt es gerade nichts Wichtigeres, als Solidarität zu zeigen und natürlich Geld zu sammeln für die Aktion. Deswegen war es eine absolute Selbstverständlichkeit, als wir erfahren haben, dass wir hier spielen können, dass wir was machen können dafür. Mit einem Aufwand, der uns total am Herzen liegt, nämlich Musik machen, können wir unter Umständen so viel Geld sammeln, dass wir wirklich was bewegen können. Die Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland hilft sind schon seit Tagen in den Hochwassergebieten im Einsatz. Die Spendengelder werden sofort benötigt, etwa für Trockengeräte und Stromgeneratoren, aber nicht nur. Wir werden längeren Atem brauchen. Also wir werden nicht alle Projekte direkt am Anfang umsetzen können, denn wir wollen ja auch die Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser und Unterkünfte dann weiter unterstützen. Bis Mitternacht ist die Spendenhotline freigeschaltet. 0180 22 8 22. Er galt als ein Pionier der Fernsehunterhaltung. Alfred Biolek ist heute im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Seine Sendungen sind legendär. Vor allem seine Kunst, anspruchsvoll durchs Programm zu führen, wird in Erinnerung bleiben. Und der Respekt, mit dem er Menschen begegnete. Der gelernte Jurist moderierte viele hundert Mal, sprach mit Politikern ebenso wie mit Künstlern, in Talkshows und beim Kochen. Welches ist das? Es gibt 15. Darf ich rein? Ich habe frisch gewaschene Hände. Ein Gastgeber mit Witz, immer zurückgenommen. Hinter dem Herd bei Alfredissimo, ein Vorreiter von Kochshows. Das erste Interview im Liegen. Jawohl, mein Herr. Einen wunderschönen guten Morgen und grüß Gott. Was darf denn sein? Über Jahrzehnte wirbelt er das deutsche Fernsehen auf. Gelassen und unterhaltsam. Ein Kreativer, ein großer Zuhörer. Erst im Kölner Treff, dann 1978 in Bios Bahnhof, dann Boulevard Bio. Unser Thema heute ist Nobody is perfect. Haben Sie Macken? Seine Kindheit in Freistadt in der damaligen Tschechoslowakei sei das reine Paradies. Daraus wird die Anwaltsfamilie aber nach dem Krieg vertrieben. Dass Biolek im TV als homosexuell geoutet wurde, bezeichnet er rückblickend als schmerzhaften Schlag, aber auch als befreiend. Ein Mann, der selbst immer feinfühlig fragte. Nach einem schweren Sturz 2010 war Biolek gesundheitlich angeschlagen. Ich lebe von der Erinnerung. Und das macht mich zufrieden. Biolek starb friedlich in seiner Kölner Wohnung, in den letzten Tagen begleitet von engen Freunden. Ich habe mich vor einer Woche von ihm verabschiedet. Und da wussten wir beide, das ist das letzte Mal. Er war zum Glück sehr präsent und ganz liebenswürdig. Biolek, ein Name, der auch für 40 Jahre unvergesslicher TV-Momente steht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 24. Juli.
Ein Tief über dem Ärmelkanal lenkt schwülwarme Mittelmeerluft heran, in der sich morgen vor allem in der Südwesthälfte Deutschlands teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln. Die Nacht beginnt im Norden und Osten mit teilweise dichten Wolken, hier und da kann es auch etwas regnen. Ansonsten ist es noch überwiegend klar, aber in der Früh sind vom Oberrhein übers Saarland bis zur Eifel erste Schauer möglich. Im Norden und Osten morgen meist freundlich und trocken. Aber vor allem in der Südwesthälfte entwickeln sich ab dem Nachmittag kräftige, stellenweise auch unwetterartige Schauer und Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Im Südwesten heute Nacht zum Teil fast tropisch warm, im Harz dagegen unter 10 Grad. In der Eifel morgen knapp über 20, im Osten knapp über 30 Grad. Am Sonntag wechselhaft und dann vor allem in der Südosthälfte heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Auch die neue Woche beginnt unbeständig und besonders im Osten und Süden besteht punktuell weiterhin Unwettergefahr.